zum Beispiel hergekommen, weil mir das System halt auch überhaupt nicht passt und wegen dem Geldsystem und weil die Politiker von uns irgendwie gar nichts anscheinend auf die Reihe bekommen und unsere Probleme werden nicht durch sie in Luft aufgelöst, obwohl wir sie eigentlich dafür bezahlen. Und das weiter begünstigt halt auch unser Geldsystem Neid und das wollen wir eigentlich alle nicht. Und man sieht es im Job, man sieht es im Studium, das sieht es eigentlich überall. Und ich sehe da eigentlich auch nicht, dass sich da wirklich irgendwas ändern könnte, außer dass man halt wirklich irgendetwas in dem Geldsystem ändern würde. Es werden Schulden noch ein Löcher gemacht. Wer weiß denn, wo die überhaupt hingehören? Wir haben, wie viele Milliarden Schulden alle und weiß, glaube ich, keiner, an wem wir das wirklich schulden. Und ein einfacher Mann kriegt zum Beispiel so ein Haus abgenommen, wenn er, 1000 Euro Schulden hat und wenn Deutschland irgendwie ein paar Millionen Schulden hat, dann ist es irgendwie egal. Und dann bin ich auch noch wegen den Tieren halt gekommen, weil es denen auch sehr dreckig geht. Dagegen muss auf jeden Fall was gemacht werden, aber nicht nur diese Massentierhaltung, sondern auch, dass die Tiere getötet werden. Es gibt eigentlich keine artgerechte Tötung, das ist totaler Quatsch. Also, wir sind alle Geschöpfe der Erde und wir können alle gleich behandelt, finde ich. Ja, das war's. Ja, hallo. Ich heiße Eva und wenn ich zu laut rede, sagt Bescheid. Ich bin auch seit ein paar Wochen schon hier. Einfach, weil ich möchte, dass die Informationen, die wir haben, noch auch nach außen getragen werden. Ja? Weil das bringt halt nichts, wenn wir alleine die Informationen haben. Das ist zu wenig, sage ich mal. Und deswegen sitzen wir ja auch hier draußen vor anderen Leuten, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, die Informationen nach außen zu tragen. Und ich fand, vorhin hat der Marc, glaube ich, Marc, war das richtig? Er hat ein paar sehr gute Sachen gesagt. Also zum Beispiel, dass wir auch nicht nur Opfer sind, wir sind auch Täter dieser ganzen Geschichte, auch mit den Markenartikeln, was du erwähnt hast. Das fand ich richtig toll, das ist nämlich genau so. Deswegen bin ich auch hier, weil ich möchte auch nicht, dass andere Leute unter mir leiden oder unter uns. Und ja, bezüglich des Geldsystems wollte ich nachher auch noch ein bisschen was vorlesen, damit es auch ein bisschen interessanter bleibt und ja, das war's. Ja, hallo, ich bin der Steff und ich freue mich erstmal wieder, dass hier doch wieder einige Leute aufgetaucht sind. Auch wenn jetzt schon bemängelt wurde, dass wir doch ein bisschen wenig sind. Dazu möchte ich sagen, jeder kann dazu beitragen, dass wir mehr werden. Es bringt jeder das nächste Mal nur einen mit oder zwei, dann sind wir schon doppelt so viel. Wenn das gelingt, versucht mal ein bisschen Werbung. Wir haben hier, glaube ich, noch Flyer rumliegen. Im Umkreis zu machen. Vielleicht ist ja der eine oder andere bereit, hier teilzunehmen, von dem man es vom ersten Augenblick gar nicht erwarten würde. Also ruhig mal ein bisschen Mund aufmachen, werben und auf die Gefahr hin, dass wir dann in die neurechte Ecke geschoben werden. Aber das ist ja schon ein alter Hut. Das nimmt ja Gott sei Dank keiner mehr so richtig ernst. Und dazu muss ich sagen, ich freue mich auch, dass es jetzt im neuen Jahrtausend, ich bin ja auch schon ein älteres Semester, wieder eine Bewegung gibt in Richtung Frieden. Das letzte Mal, ich sowas mitmachen durfte, das war so Mitte der 80er, die Bewegung mit der Menschenkette durch Deutschland und so. Und da war eigentlich noch im Kalten Krieg noch mehr Friedensbewegung wie jetzt, wo der Krieg schon wieder richtig aufgewärmt wird. Von daher bin ich doch froh, dass es jetzt in mehreren, vielen, weiß nicht, 70, 80, 90 deutschen Städten und auch nicht nur in Deutschland, auch in angrenzenden Ländern Versammlungen gibt mit Leuten, die sich austauschen, sich vernetzen und für eine kleinlich bessere Welt vielleicht selbst was tun. Das wurde ja auch schon mal gesagt, man muss eigentlich, man hat es selbst in der Hand. Also mit dem Geld, das alle von uns wollen, das können wir steuern. Wir haben unser Geld in der Hand und wir entscheiden, wo es hinfließt. Zum Beispiel Atomkraft oder so.
viele Leute beschweren sich über Atomkraft, aber haben trotzdem ihren Stromvertrag bei RWE, Hallo oder E.ON, was soll das? Gerade hier in Saarbrücken haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, Umweltstrom zu beziehen von der hiesigen Stadtwerke. Und von daher ist es ganz einfach. Man macht einfach nur einen neuen Vertrag, zahlt vielleicht einen Pfennig oder zwei mehr, aber hat dann doch die Gewissheit, dass das Geld nicht in beispielsweise atomare Anlagen, die auch, wer weiß, zur Rüstung genutzt werden. Daher kommt die Technologie überhaupt. Ohne Atombomben gäbe es auch keine Atomkraft, und weil es ist absolut Irrsinn. Aber ich meine, ich schweife zum Thema ab, es geht hier nicht um die Atomkraft, obwohl wir eigentlich ziemlich nah dran sitzen hier am Schrottreaktor Nummer 1 in Europa. Das ist schon immer so seit 30 Jahren, seit das Ding steht, in einem Hinterkopf eine große Gefahr für uns. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Zum Thema Frieden oder Geldsystem, was ja auch oft angesprochen wurde, ist natürlich klar, dass der Zins uns den gar ausmacht, also uns den letzten Heller rauszieht. Der eine oder andere, ich meine, die meisten hier kennen vielleicht die Anekdote vom Josefs Pfennig. Wenn ich mich das mal ganz kurz anreißen, wenn zum Beispiel Josef im Jahre 0 für seinen Sohn Jesus einen Pfennig oder sagen wir jetzt einen Cent, einen Eurocent angelegt hätte, mit, okay, wenn er gut verhandelt hat, sagen wir 5% Zinsen im Jahr, dann wurde das Konto irgendwie vergessen, taucht heute mal irgendwie wieder auf, und wenn der komplette Zins gut geschrieben wird, dann, es gibt ja noch den netten Zinseszins, der den Zins erst ad absurdum betreibt. Das gibt es nämlich dann eine potenzielle Kurve, also das geht ins Immense. Also der Cent, der 2000 Jahre mit 5% verzinst wird, hätte zum heutigen Zeitpunkt den Wert von 20 Weltkugeln aus Gold. 200 Weltkugeln aus Gold. Ja, es ist ein bisschen mehr. Es ist laut, ich berufe mich das auf Andreas Popp, der das vorgetragen hat, da heißt es 290 Milliarden Erdkugeln aus purem Gold. Diesen Wert hätte dann der Pfennig. Und ja, es ist hier schon ein Witz, mit Milliarden kann der Mensch eh nicht umgehen, und Erdkugeln ist auch schon mal unfassbar. Und wenn man weiß, dass die ganze geförderte, seit tausend Jahren geförderte Menge Gold, die ja immer noch vorhanden ist, in etwa von der Größe 20 Meter Kantenlänge hat, mehr nicht. Von daher, der Witz an der Sache ist, wenn der Eurocent über 2000 Jahre nur mit dem Zins, ohne den Zinseszins von 5% verzinst wurde, dann hätte er in 2000 Jahren gerade mal einen Euro. Das ist der Unterschied zwischen Zins und Zinseszins, und das ist auch das Problem, warum alle geldbasierenden Mächte oder hier Systeme, die auf Zinseszins beruhen, automatisch scheitern müssen. Und das dauert genau 80 Jahre, und die sind jetzt schon fast rum, und von daher, das mit dem Euro oder überhaupt mit dem, egal wie die Währung heißt, solange es einen Zinseszins gibt, kann es nicht funktionieren. Das sollte mal jeder irgendwie sich verinnerlichen. Ja, es gibt noch viele Themen, aber ich muss mich jetzt hier auch nicht weiter erzählen und doch mal weitergeben. Und wie gesagt, vielen Dank, dass ihr alle hier wart, und versuche das nächste Mal noch einen mitzubringen. Danke. Und ich gebe mal meine ganz große Vision weiter. Wir Menschen, wir haben vergessen, dass wir hier auf dem schönsten Planeten im gesamten Universum wohnen. Wir haben mit all den Jahren wirklich zugelassen, wir selber, wie du gesagt hast, Marc, dass unzählige Male dieser Planet zerstört, zerbombt wurde. Immer wieder soll er zerstört werden, aus welchen Gründen auch immer, aber wir haben nie gelernt, in Frieden mit diesem Planeten, mit der Mutter Erde zu leben. Und es ist meine große Vision, dass wir hier nochmal das wahre Paradies auf der Erde erschaffen, so wie der Planet ursprünglich mal war, und dass wir beweisen, dass wir das können, dass wir die Schöpfer sind für diesen Planeten und die wahren Hüter,
die wahren Hüter dieses Planeten. Und für mich beginnt das mit dem Weltfrieden. Ich habe harte Monate hinter mir, psychisch, innerlich sehr harte Monate, wo ich sehr mit dem System, mit allem drum und dran gehadert habe, wo bei mir wirklich Hass nach oben kam. Und ich habe gemerkt, das bringt's nicht. Ich bin es, die Frieden finden muss in mir. Und wenn ich den Frieden finde, dann, und das ist meine persönliche Erfahrung, dann ändert sich auch im Außen die Welt. Es ist tatsächlich so, wir sind die Schöpfer unserer Welt. Und ich möchte jeden Einzelnen, wirklich jeden Menschen ermutigen, in sich selber hineinzuhören und dort Frieden zu finden, ganz tiefen inneren Frieden, immer und immer wieder. Ihr wisst nicht, wie mächtig wir alle sind. Wir wissen es nicht, wir haben es vergessen, wir sind unglaublich mächtig. Wenn wir diesen inneren Frieden fühlen und wenn wir ihn leben und einfach sind hier in der Gemeinschaft. Und ich freue mich so, dass die Kinder hier sind und die beste Zeit ihres Lebens haben, Seifenblasen in die Luft jagen und alles. Es ist so wunderschön, denn die machen uns vor, wie schön das Leben sein kann. Tatsächlich ein Spielplatz für uns, auf dem wir einfach nur Freude empfinden, wo wir tanzen, Musik machen können, gemeinsam sein, Liebe verbreiten, alles das. Ich bin froh und glücklich, dass wir uns hier heute gefunden haben. Und Stefan, ich unterstütze dich gerne. Ich habe am Freitag bereits einen Workshop gemacht, der in die gleiche Richtung ging. Und wir haben dort mit 9 Leuten zusammen schon mal so ein bisschen das Paradies erforscht. Ich unterstütze dich auf jeden Fall, beziehungsweise lass uns zusammenarbeiten. Ich danke euch. Hallo. Also ich finde es wunderschön, hier zu sein, ganz ehrlich. Ich bin das zweite Mal hier und ich versuche immer wieder zu kommen, wenn es geht. Also, okay. Mein Name ist Tinde und ich versuche auf jeden Fall zu gucken, dass andere Leute noch dazukommen. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn wir nicht wirklich zu viele sind, weil vielleicht gerade in dieser kleinen Kreis ist es einfacher, was Stabiles erst einmal herzukriegen. Und was mir am Herzen liegt, ist eigentlich wirklich, dass wir hier ganz klar zeigen, es geht um Frieden. Das heißt auch miteinander. Natürlich, hier sind sehr viele Leute, die einen denken, keine Ahnung, ja, der eine denken vielleicht, es ist okay, Fleisch zu essen, die andere denken, vielleicht ist es nicht okay. Und dass wir jeden da lassen, wo die ist, und dort abholen und miteinander uns austauschen und versuchen so, dass wir immer ein Stück weiterkommen. Und ich denke, dass wir miteinander sehr stark sein können. Also wenn es wirklich, wirklich, wirklich dieser Frieden in uns ist und natürlich die Liebe. Und was mir jetzt sehr, sehr am Herzen liegt und ich traue mich jetzt hier einfach zu sagen, ja, bitte, Leute, bitte, hört auf, eure Kinder zu impfen. Okay, ja, hört auf damit. Yeah. Danke. Also mein Kind hat bis jetzt keine einzige Impfung. Und ich sage euch, ich kriege keine Ärger. Das ist alles Humbug. Wir haben keine Impfpflicht. Okay? Das ist eure Entscheidung. Das sind eure Kinder. Und niemand kann euch zwingen. Und es ist alles Quatsch. Ja? Wirklich. Mein Kind geht in den Kindergarten. Mein Herz geht jetzt so schnell. Entschuldigung. Und es ist überhaupt kein Problem. Es ist ein katholischer Kindergarten. Keiner hat, die haben gesagt, okay, freiwillige Angabe. Na und? Dann habe ich sie nicht ausgefüllt. Aber mein Kind ist gesund. Die hat ein Gesundheitssystem, das glaubt ihr nicht. Wenn sie was kriegt, dann wird sie sofort und dann schnell wieder gesund. Einfach mit bisschen natürlichen Mitteln und das war. Die hat nie einmal Antibiotikum oder Cortison oder so Scheiß. Nie. Sollte, dann muss ihre Körper erstmal gucken, dass sie das wieder los wird. Und damit wird nicht dieses Immunsystem gestärkt, sondern kaputt gemacht. Die Pharma macht Patienten. Schaut mir das bitte. Die macht damit Patienten. Denkt mal bitte drüber nach, warum gibt es so viele Krankheiten? Die heilen doch gar nichts. Was wird geheilt? Nichts. Ihr kriegt nur Medikamente ein Leben lang, damit ihr danach Nebenwirkungen habt, wo ihr nochmal Medikamente kriegen könnt. Dankeschön. Also ich bin der Andreas
Und mein größter Wunsch wäre wirklich ein verändertes Bewusstsein an sich. Weil ich wünsche mir ganz einfach, dass Menschen wieder anfangen zu lachen. Ich gehe hier durch die Stadt am schönen Sommertag. Ich sehe im Bus, in der Stadtbahn, keiner lacht mehr. Das muss man da fragen, warum? Überall nur leere Gesichter, gestresst, Hass oder einfach so total frustriert. Ich meine, ein verändertes Bewusstsein, das ist doch schon mal der Anfang von einer Veränderung der Gesellschaft an sich. Es ist eine Tatsache, wenn Menschen sich bewusst werden, was sie für eine Macht haben, wie sie sich verändern können, und dann haben sie mehr Kraft, positive Kraft. Diese positive Kraft kann verändern, aber leider ist diese positive Kraft nicht gewollt. Denn ich muss mich auch den Vorrednern anschließen, Kriege werden nur deswegen geführt, um eben das Bewusstsein zu unterdrücken. Marcuse zum Beispiel war der Meinung, wir können verändern, wir haben so viel Bewusstsein und Macht, nur müssen wir uns denen bewusst werden. Und dieses Bewusstsein wird eben bewusst verschüttet, eben durch Konsum, durch alle möglichen Firlefanz, was abgelenkt wird. Wenn wir nur wollen, wir können verändern. Ich sage zum Beispiel ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel irgendwas nicht wollen, zum Beispiel einen Tag, als Beispiel, einen Tag tankt die ganze BRD nicht bei Aral, das sind die Pleite. Und wenn wir das und dieses Bewusstsein müssen wir ganz einfach erreichen. Und dieses Bewusstsein darf anscheinend nicht passieren. Und ich stimme auch hier dem Vorredner Patrick zu, dass ich für eine Freigabe von psychoaktiven Substanzen bin. Diese psychoaktiven Substanzen wischen nach meiner Meinung nach die soziale Programmierung weg. Und das ist einfach nicht gewollt. Der Mensch an sich im Kapitalismus hat zu funktionieren, die Schnauze zu halten und alles andere ist scheißegal. Und das mache ich nicht mit. Hallo, ich bin die Monika und ich bin hier, weil ich auch für den Frieden bin, aber ich gehe es so von der anderen Seite noch mit an. Wir Deutsche haben eine Möglichkeit, den Friedensvertrag und die ganze Welt vorwärts zu treiben, wenn wir uns bewusst werden, dass wir uns unsere deutsche Staatsangehörigkeit zurückholen müssen. Und müssen eine Verfassung machen, in der wir festschreiben, wie wir regiert werden wollen. Wir können uns darin neutral erklären. Wir können darin Waffenherstellungen verbieten auf unserem Territorium. Wir können das regeln, wenn wir uns bewusst werden, dass wir als Deutsche eine solche Macht haben. Und wir können den Friedensvertrag schaffen, dass diese ganzen kleinen Kriegstreibereien, die überall stattfinden, wieder als einzelne Kriege angesehen werden, nicht als Unterbrechung des Waffenstillstandes des letzten Krieges. Und das ist meine Meinung dazu. Und deshalb finde ich es gut, dass wir hier sitzen. Und ich finde es toll, dass wir uns darüber bewusst werden. Weil wenn wir damit beginnen, können wir auch andere Länder mitziehen. Und das wäre mein Traum, dass wir damit anfangen, uns eine Verfassung zu geben, nach der uns unsere Regierung in den Frieden führen muss, in eine Gesellschaft, die sozial ausgewogen ist, in der es jedem gut geht. Wenn diese Pervertierung des Geldes aufhört, dass Geld wieder ein Tauschmittel ist mit einem Gegenwert, die Wertschöpfung aus dem Nichts wegfällt. Diese 5% der Menschen, die 85% des Kapitals in Händen haben, ihre Macht verlieren, dann können wir eine ganz tolle Welt schaffen. Und darüber sollten wir Deutsche uns bewusst werden. Wir haben daran einen ganz großen Anteil in den Händen. Und das müssen wir schaffen, dass sich das fortpflanzt. Dem mit dieser deutsch-nationalen Sache irgendwie ins Wort fallen, weil es geht nicht um die Nation Deutschland, sondern es geht um die ganze Menschheit an sich. Ja, aber wir können beginnen, um das zu bringen. Darf ich hier mal kurz keine Diskussion? Mach bitte einfach mal weiter. Wer noch reden möchte, da kommen wir noch zu. Also nichts totgeschwiegen, darum geht es ja, nur dass wir uns nicht verzetteln. Ich habe bis jetzt nicht in einem Kreis gesessen, aber ich hoffe, ich darf trotzdem was sagen. Ja, jeder. Ja, also ich bin hier, weil ich auf friedliche Art mit dazu beitragen möchte, dass Frieden sein kann, Frieden entstehen kann. Überall auf der Welt ist Krieg.